Ahoi, ihr Landratten! Hallöchen, ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Ein Sturm zieht auf und wahrscheinlich werden wir bald im Regen stehen, aber bis dahin werden wir vielleicht unsere fünfte Weinflasche finden. Rotweinflasche, um genau zu sein. Und können das dann vielleicht sogar schon abgeben. Wir haben ein bisschen Bier, okay. Bin mir gerade nicht sicher, ob das so toll ist, wenn ich das mitgehen lasse. Da hat zwar niemand einen Namen, aber ich habe eh gespeichert. Okay, da schimpft niemand. Da auch nicht, passt. Sind alle noch cool geblieben, sehr schön. Wie gesagt, eine rote Weinflasche fehlt uns noch. Da können wir der guten Sophia ihre Ware geben, sozusagen, die sie dann weiterverkaufen wird. Da bin ich mir sogar recht sicher, dass sie das machen wird. Sie ist ja Händlerin. Und wir bekommen dann auch unsere Kohle. Was ja nicht schlecht ist. So, mal schleichen, schleichen. Ich versuche mich mal hier kurz ein bisschen umzuschauen. Ich hoffe, mich erwischt keiner. Schaut nicht so schlecht aus. Ich will auch gleich die Kiste hier probieren. So. Jetzt weiß ich auch ungefähr, wie das mit Schlösserknacken geht. Ich muss einfach schauen, dass all diese Dinger da oben bleiben und dann passt das schon. So, Grog, Proviant und Gold. Leider kein Rotwein, wäre auch zu einfach gewesen, ne? Würde ich mal sagen. So, dann will ich sagen, ich tue trotzdem mal speichern. Und zwar auf den da drauf. So, ist fein. Und dann schleiche ich mich mal. Ich habe keine Ahnung, wie man am besten tun soll. Ob man zuerst darüber schleichen hat, aber eine Küche. Vielleicht klappt das ja, was ich hier vorhabe. Was? Feuchtkünstler, genau. Fechtkünstler. Nach ihrem Tod soll er nach jedem Kampf einen Zinken aus ihrem Kamm gebrochen haben. Als nur noch einer übrig blieb, brach er zur Kristallfestung auf. Dort wollte er endlich seinen Rachefeldzug beenden und den Kamm begraben. Das sollte ich mir merken. Der Kamm mit einem Zinken, okay. Kann man hier was mitgehen lassen? Hallo, Nächste. Wer bist du? Isabella! Oh, lol, ist etwa Puerto Isabella, ist das vielleicht nach ihr benannt? Das ist aber nett. Aha, die ist verschlossen. Ja, sehr gut. Dieses Buch bringt sich leider nichts, aber die Rotweinflasche haben wir, das ist fein. Da freut sich unser Piratenherz. Vielleicht können wir auch mit der Isabella quatschen. Ich schleiche mich nur kurz mal raus. So, drehe mich kurz, stelle mich hin, werde kurz speichern für den Fall der Fälle, dass es sauer wird. Dann können wir noch die Kurve kratzen. Hallo, Gnädigste, wer bist du? Huch, was will er? Hat er sich verlaufen? Die hat aber ein schönes Kleidchen. Die Mädels hier sind alle so hübsch, ne? Auch die Burschen, keine Frage. Ich hätte ja geklopft, Silberzunge. Ich wollte nur mal gucken, was es hier so gibt. Wir haben keine 40 Silberzungen. Also, mal gucken. Oder doch, Hammer? So gut bin ich auch nicht. Ja, dachte ich mir schon. Ich wollte nur gucken, was es hier so gibt. Ich wollte nur mal gucken, was es hier so gibt. Bitte geht jetzt. Entschuldigung. So. Dann würde ich sagen, wir schleichen uns darunter. Was, weißt du was? Warte mal ganz kurz. Ich lade das nochmal. Hier. Weil, aus einem bestimmten Grund, ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass das mit der Silberzunge kaputt geht. Wenn wir 40 Silberzunge haben, werde ich mit der gnädigen Frau nochmal quatschen. Vielleicht haben wir sie auch schon. Warte mal kurz, lasst mich was nachschauen. Herzlich willkommen zurück. Ja, da hat sich beim Laden wieder das Spiel aufgehängt. Ich wollte nur schauen... Typisch, ne? Ich wollte nur schauen, wie viel Silberzunge wir jetzt haben. 35. Schau, Schaschone. Gut, das heißt, wir können mit der Guten quatschen, indem wir hier einfach die Silberzunge 5 auswählen. Ja, mit schmutzigen Tricks vielleicht. Hammer 40. Passt. Machen wir so. Vielleicht quatscht es die Gute mit uns. Doch, noch. Hallo, Gnädigste. Huch, was will er?
Hat er sich verlaufen? Silberzunge, ich hätte ja geklopft. Ich hätte ja geklopft. Doch ich habe nicht erwartet, eine Frau in einer Garnison zu treffen. Ich bitte höflichst um Verzeihung für mein stürmisches Eindringen. Aber bitte, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Isabella Dolores della Florentina, die Tochter des Kommandanten. Freut mich. Darum, Puerto Isabella, mal ist es niedlich. Ist jetzt die Tochter vom Sebastian, oder was? Oh, cool irgendwie. Liebeskunst. Ich bin noch nicht gut genug. Ja, das dachte ich mir schon. Was macht ihr den ganzen Tag? Wie gefällt es euch hier? Nimm mal das Erste. Was macht ihr den ganzen Tag? Das Studium der Bücher ist meine Passion. Eigentlich lese ich alles, was mir in die Hände kommt. Aber vornehmlich gilt mein Interesse den Tieren und ihren Trophäen. Aha, was wisst ihr über Trophäen? Was wisst ihr über Trophäen? Nun, man benötigt das geeignete Werkzeug, um an die begehrten Trophäen zu kommen. Mit einem Jagdmesser könnt ihr Felle ziehen. Habt ihr so ein Jagdmesser? Ich kann euch eins überlassen. Doch möchte ich euch auch um einen Gefallen bitten. Was darf denn sein? Für meine Studien benötige ich Trophäen. Wenn ihr unterwegs seid, sammelt doch einige für mich. Ist ja geil. Boah, wir haben echt Schwein, muss ich ganz ehrlich sagen. Voll cool. Und welche Trophäen braucht ihr? Welche Trophäen braucht ihr? Mit dem Messer könnt ihr einem Jaguar das Fell abziehen. Ja? Außerdem ein paar Zähne und einen Hauer. Dafür werdet ihr einen Kiefermeißel brauchen. Und wenn es euch gelingt, die Feder eines Feuervogels aufzutreiben, wäre das großartig. Ich hörte, die Eingeborenen wissen, wie man sie richtig abzieht. Mhm, okay. Ich schau mal, ob ich was finde. Dann nehmt das Messer. Gute Jagd. Danke. Hey, das ist aber cool. Wie gefällt es euch hier? Es ist aufregend. Die wilde Vegetation, die exotischen Früchte, die Tiere. Wir sind dabei, ein neues Land zu entdecken. Auch wenn der Grund dafür Krieg in unserem eigenen Land ist. Mädel, ich danke dir. Boah, geil. Boah, habe ich schon mal gesagt, dass ich diesen Ring liebe? Dann sage ich es jetzt offiziell. Ich liebe diesen Ring. Trotzdem werden wir jetzt den Meisterschülerring wieder reintun. Für mögliche Ruhmpunkte. Ja. Boah, das muss ich speichern. Langsam. Hier. Bevor das Spiel wieder der Meinung ist, das muss ich aufhängen. Boah, ist das cool. Ah, das freut mich gerade. Schönes Jagdmesser bekommen. Echt super. Und die Eingeborenen wissen, wie man bei den Feuervögeln die Federn abzieht. Das ist super. Müssen wir unbedingt schauen, dass ich da ein paar Ruhmpunkte noch übrig habe. Ein bisschen Gold, dass man das lernen kann und kaufen kann. Oh mein Gott. Da ist er auch schon. Hey, servus, Sebastiano, wie geht's? Du? Mhm. Was machst du hier? Hast du nicht eine Mission auf Takarigua? Ich bin auf der Suche nach Captain Crow. Ich brauche bessere Waffen. Sebastianos Schlüssel entwenden. So gut bin ich auch nicht. Mist. Ich bin auf der Suche nach Captain Crow. Er hat die Waffe, die ich suche. Captain Crow? Wir konnten sein Schiff versenken. Er selbst war nicht mehr an Bord. Meine Späher berichten, er hat Kontakt zu den Molukken aufgenommen. Jetzt versteckt er sich im Landesinneren in einem alten Tempel. Die Molukken nennen ihn den Tempel der Erde. Okay. Und was ist, wenn die Waffe noch an Bord war? Glaub mir, es würde mich freuen, dieses Stück schwarze Magie auf dem Meeresboden zu wissen. Ich glaube allerdings nicht, dass Crow ohne die Waffe losgezogen ist. Nein. Er hat nur einen Teil seiner Mannschaft zur Bewachung der Ghost zurückgelassen. Und die sind jetzt alle tot. Bis auf einen. Hawkins. Den haben wir gefangen genommen. Okay, ich werde mir Crow vornehmen. Ich lasse den Tempel beobachten und glaub mir, alleine hast du keine Chance. Dann kämpf mit mir zusammen. Mein Befehl lautet, Puerto Isabella zu sichern. Ja. Nicht den Tempel anzugreifen. Das musst du auch nicht. Ich kann das machen. Ich werde keine Protektoren abziehen und Puerto Isabella schutzlos zurücklassen. Ach, Mann. Wisst ihr, was die im Turm, im Tempel machen? Da muss ich nur eins und eins zusammenzählen. Dann weiß ich, was die machen. Schwarze Magie.
Wozu sonst hat sich das Pack mit den Molukken verbündet? Alter, die sind alle so unhöflich. Ja, Voodoo ist doch nichts Schlechtes. Nicht immer. Ja, das könnte auch motivierend auf einen wirken. Ja, genau. Man ist dann auf einmal zu sachenfähig und macht Dinge, die man vorher nie gedacht hat, dass man die macht. Ja. Alles, was ich brauche, sind ein paar gute Schützen. Alles, was ich brauche, sind ein paar gute Schützen. Wo sind denn deine Piratenfreunde? Du bist noch nicht alleine hergekommen. Die bewachen das Schiff. Bewachen? Wohl eher saufen. Mehr können die auch nicht, außer plündern und saufen. Aber wenn es darum geht, einen Angriff durchzuführen, muss die Inquisition ran. Boah, ey, der ist wieder stinkig, ne? Ihr seid nun mal die Besten. Was ist jetzt? Hilfst du mir oder nicht? Ihr seid nun mal die Besten. Sarkastisch? Normalerweise schon. Ihr seid nun mal die Besten. Natürlich sind wir den Piraten und den Molukken weit überlegen. Ja, ja. Das steht ja außer Frage. Hier geht es um die Einhaltung unserer Befehle. Ja, ja. Das ist unsere Stärke. Auch ich folge meinen Befehlen. Na gut. Warten wir ab, was Venturo zu berichten hat. Ich habe einen Späher zum Tempel geschickt. Es wird Zeit, dass er zurückkehrt. Bring mir seinen Bericht. Dann werde ich entscheiden, ob wir dich unterstützen. Sehr nett. Wo finde ich euren Späher? Wo finde ich euren Späher? Wir haben ihn zum Tempel der Erde geschickt, aha, wo sich Crow versteckt hält. Okay. Geh zum Tor, neben der Garnison. Aguilar wird dich einweisen. Okay. Habt ihr was aus Hawkins rausgekriegt? Nein, aber wir haben ihn auch noch nicht gründlich befragt. Versuch du ruhig dein Glück. Vielleicht ist er gegenüber einem Piraten gesprächiger. Mach ihm klar, dass er eine schmerzhafte Zukunft vor sich hat, wenn er nicht redet. Ich spreche mal mit ihm. Du findest ihn unten, im Turm der Garnison. Jawohl. Ich brauche bessere Waffen. Sebastian, Schlüsselstibitzen geht noch nicht, vielleicht die Waffen. Ich brauche bessere Waffen. Die hervorragende Qualität unserer Klingen hat sich wohl rumgesprochen. Aber ich denke, dass es vor allem unsere Musketen sind, die dich interessieren. Was hast du für mich? Cooper schmiedet gute Klingen. Und wenn du Munition für deine Pistolen brauchst, kannst du dich bei Webster eindecken. Aber eine Muskete werde ich dir vorerst nicht überlassen. Sehr nett. Na dann sind wir fertig. Warte mal ganz kurz. Kazan? Natürlich wieder speichern, das ist eh ganz klar. So. Und ja. Wir müssen vielleicht ein paar Männer rausschicken. Ja, oh. Er macht es schon mal für uns. Okay. Was wollte ich jetzt? Und zwar. Müsste es ja gehen mit schmutzigen. Ist das jetzt. Gehört das zu den schmutzigen Tricks? Ich bin so schlecht. Schmutzige Tricks. Diebeskunst, Silberzunge. Diebeskunst. Na, das ist was Eigenes. Schmutzige Tricks sind nur. Was kann das? Erhöht die Treffsicherheit und die Wirkung von schmutzigen Tricks. Ach so. So wie Sand und der Schmarrn, ne? Okay, das bringt sie gar nichts, leider. Okay. Wir brauchen unbedingt was mit Diebeskunst. Mit Diebeskunst. Da haben wir dabei nichts. Glaube ich. Amulettmäßig. Totenkult. Ritual. Ohrringmäßig. Klingenfest. Silberzunge. Na, da ist momentan leider nichts zu machen. Auch hier haben wir. Na. Okay, dann lassen wir das mal. Jawohl, Kommandant. Irgendwelche Vorschläge für ein paar Freiwillige? Ich werde mich persönlich darum kümmern, ein paar spät. Ich habe nur die Karte genommen. Wählst nur weiter. Die Karte ist nämlich wichtig, weißt du? Ich brauche sie. Ich bin ja in deinem Auftrag unterwegs. Hey, bist du nicht der Kerl? Baltoro. Stör mich nicht. Ich muss nachdenken. Gibt's Probleme? Gibt's Probleme? Ja, aber ich schaffe das schon. Ich muss mich nur wieder erinnern. Vielleicht kann ich helfen. Nein, lass mal. Mir fällt's schon wieder ein. Also, lass ihn nicht aufhalten. Okay. Na dann, bitte. Achtung! Männer, wir stehen vor einer neuen Aufgabe. Wir suchen ein paar Freiwillige für eine Mission. Das bedeutet, wir haben weniger Musketen, um Puerto Isabella zu beschützen.
Ja? Ich erwarte von jedem Einzelnen erhöhte Wachsamkeit. Stillgestanden! Super, perfekt. Vorsicht, Mord. Hallo. Mach hier keinen Ärger. Ich beobachte dich. Stillgestanden! Jawohl. Huch. Ja, mal kurz das Uli klubschen. Präsentiert das Gewehr! Ja, da haben wir schon noch Zeit. Da haben wir schon noch Zeit. So. Gewehr ab! Ja, wohin als nächstes? Ich glaube, wir gehen jetzt mal den Wein abgeben. Vielleicht finden wir noch den einen oder anderen an, aber derweil. Ah, da ist der Hawkins. Servus. Hey, was sehe ich denn da? Ein Pirat? Ja. Wenn du auch rein willst, hier ist noch genug Platz. Anscheinend hast du kein Problem mit der Inquisition. Warum lassen sie dich frei herumlaufen? Weil ich so charmant bin. Weil ich eine schöne silberne Zunge habe. Nein, es gibt Dinge, die musst du nicht wissen. Ich habe einen Deal mit Sebastiano gemacht. Ich gehöre nicht zu Crows Mannschaft. Das erleichtert die Sache. Das musst du nicht wissen. Es gibt Dinge, die musst du nicht wissen. Schon klar. Du willst es mir nicht sagen. Ich bin vielleicht alt, aber ich bin nicht blöd. Und da du wohl nicht den ganzen Weg geschwommen bist, nehme ich mal an, hier liegt irgendwo noch ein Schiff. Natürlich bin ich geschwommen. Riechst du nicht das tolle Salz? Wasser? Vom Meer? Badesalz? Was? Warum bist du hier gelandet? Ich habe ein paar Fragen an dich. Nö, warum bist du hier gelandet? Warum bist du hier gelandet? Also, wir haben in der kleinen Bucht nicht weit von hier gelandet. Der Captain hat gleich den Befehl gegeben, an Land zu gehen und ist mit einer Truppe schnurstracks in den Dschungel marschiert. Aha. Und du bist nicht an Land gegangen? Und du bist nicht mit an Land gegangen? Ich gehe nie mit an Land. Ich bin Smutje, kein Kämpfer. Die Kombüse ist meine Heimat. Gib mir einen Säbel und ich schneide dir ein paar Zwiebeln. Aber keine Kämpfer. Nicht weit von der Bucht gibt's einen Wachturm. Ei, setzt von ein paar Grünstäbeln der Inquisition. Die waren leichte Beute für den Käpt'n. Was ist dann passiert? Tja, hat er gerade ein Hühnchen gerupft. Dazu Zwiebeln, ein bisschen Rosmarin. Ein wahrer Schmaus. Mal her auf. Und dann? Dann taucht auf einmal das Segel der Inquisition auf. Ein Schiff voll mit Protektoren und geladenen Kanonen. Die wollten uns kapern. Und einer von uns ist auf die wahnsinnige Idee gekommen, sie anzugreifen. Aha. Bis auf Knochen und Blut haben sie geschrien. Hat uns die Inquisition gleich mal eine volle Breitseite verpasst. Oha. Der Typ ist ein bisschen leise, ne? Im Vergleich zu unserer Figur hier ist er ein bisschen, ja, leise einfach. Vielleicht hat er noch Halsschmerzen. Du hast nicht mitgekämpft? Schäm dich. Was ist mit dem Schiff passiert? Du hast nicht mitgekämpft? Du hast nicht mitgekämpft? Wie ich schon sagte, Zwiebeln, keine Köpfe. Nein, mein Junge, ich habe mich ergeben. Deshalb habe ich das Gemetzel auch als einziger überlebt. Was ist mit dem Schiff passiert? Die Ghost war nicht mehr zu retten. Sie liegt jetzt am Grund des Meeres. Schön. Ade, du altes Mädchen. Du hast Sturm und Wellen getrotzt. Stets hast du dein Ziel sicher erreicht. Ich habe ein paar Fragen an dich. Warte mal, Jungchen. Wo ich dir etwas erzähle, reden wir mal über meine Situation. Okay. Also, was kannst du für mich tun? Es kommt darauf an, was du mir erzählen kannst. Oh, ich habe bestimmt etwas, das dich interessiert. Aber das kriegst du nicht einfach so. Dafür will ich auch was von dir. Was ja. Willst du? Was glaubst du denn, was ich will? Ich will hier raus. Sag mir, was du weißt, dann hole ich dich hier raus. Wie sieht dein Fluchtplan aus? Wie soll ich dich hier rausholen? Ich würde sagen, das erste oben. Sag mir, was du weißt, dann hole ich dich hier raus. Wir kommen der Sache näher. Du sagst, du bist ein Pirat, hä? Ei. Dann kennst du ja sicher den Kodex.
Codex? Nie gehört. Klar, kenne ich den Codex. Ja, ich denke schon. Klar kenne ich den Codex. Dann weißt du ja auch, dass jeder Pirat entehrt wird, der gegen den Codex verstößt. Und? Und der Codex besagt, ein Deal ist ein Deal. Also, wir machen einen Deal. Gemäß dem Codex. Ich sage dir alles, was ich weiß. Und du holst mich hier raus. Und zwar bevor du die Schwertküste wieder verlässt. Hey, Junge, komm schon. Ich gehöre nicht hierhin. Ich bin's Blut hier. Ich brauche Schiffsplanken unter meinen Füßen. Alles klar, einverstanden. Wir haben einen Deal. Nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Na sicher, wir haben einen Deal. Einverstanden. Wir haben einen Deal. Sehr gut. Dann stell deine Fragen. Hatte Crow eine Waffe dabei, als er das Land, als er an Land ging, so, ne? Hatte Crow eine Waffe dabei, als er an Land ging? Du weißt davon. Ja. Das habe ich befürchtet. Was ist das für eine Waffe? Eine Waffe aus alten Zeiten. Sie ist magisch. Verdammt mächtige Voodoo-Magie. Wenn du mich fragst. Seit sie in seinem Besitz ist, trägt er sie Tag und Nacht bei sich. Aha. Wo hat Crow die... Woher hatte sie die Waffe? Woher hat Crow die Waffe? Ach, verflucht. Na schön, ich erzähl's dir. Wir haben diese Überfahrt gemacht. Eine Fahrt mitten ins Nirgendwo. Dort war nichts. Meilenweit nur See. Und auf einmal taucht vor uns dieser Tempel auf. Ein massives Bauwerk zwischen Wellen und Wind. Der Wassertempel. Wir hatten alle die Hosen voll, aber Crow nicht. Ohne Zögern ist er einfach hineingegangen. Und als er wieder herauskam, trug er den Speer. Ein Speer? Wo liegt der Wassertempel? Wo liegt der Wassertempel? Glaubst du, das weiß ich? Ja. Da musst du schon mal den Captain selbst fragen. Was ist nach dem Wassertempel passiert? Seitdem war der Captain nicht mehr derselbe. Er hat viel Zeit in seiner Kajüte verbracht. Einige sagen, er hat Selbstgespräche geführt. Andere behaupten, er hält Voodoo-Rituale ab. Was glaubst du? Ich glaube, er hat den Speer nicht umsonst bekommen. Nein, der Captain hat seinen Preis bezahlt. Er hat sich mit den Dämonen eingelassen. Aber ich will davon gar nichts wissen. Okay, warum ist Crow hier? Was hat er vor? Warum ist Crow hier? Was hat er vor? Glaubst du, er weiht mich in seine Pläne ein, Junge? Ich bin nur Desmond hier. Mir erzählt er nichts und ich stelle auch keine Fragen. Aber du hast doch Ohren. Du hast doch bestimmt was gehört. Er sucht einen alten Tempel, aber mehr weiß ich darüber nicht. Ehrlich, Junge. War das alles? War das alles? Ei, Junge. Mehr habe ich nicht zu sagen. Jetzt ist es an dir, den Deal einzuhalten. Ich vergesse dich schon nicht. Wie sieht dein Flugplan aus? Wie sieht dein Fluchtplan aus? Sobald diese Tür aufgeht, renne ich die Treppe an der Burgmauer hoch. Spring runter aufs Plateau und von da aus geht's runter ins Tal. Da ist eine kleine Höhle. Die habe ich gesehen, als sie mich hergestellt haben. Das ist das ideale Versteck, falls sie beschließen, mich zu jagen. Die Höhle werden wir vorher noch ein bisschen erkunden und schauen, ob da wohl keine Viecher drin wohnen. Wie soll ich dich hier rausholen? Wie soll ich dich hier rausholen? Ich gehe mal nicht davon aus, dass Sebastiano mich freiwillig gehen lässt. Glaube ich auch. Aber er hat den Schlüssel zu meiner Zelle. Ich soll ihm den Schlüssel klauen? Das wäre eine Möglichkeit. Aber du bist doch ein schlauer Junge. Dir fällt doch bestimmt noch was anderes ein. Ach so, da gibt's Optionen. Aha, okay. Ich glaube, das war's, ne? Eingesperrt wie ein Papagei haben sie mich. Okay. Mal ein kurzes Blick auf das Ueli. Müssten wir normalerweise noch 6 Minuten haben, tun? Okay, glaube ich. Ich hoffe, dass ich mich nicht vertun, du. Gut. Was? Das sind wir schon ein Stück weiter. Ich werde das selbstverständlich wieder speichern, bevor ich wieder irgendwas mache. Und es sich eventuell das Spiel aufhängt, das tut sich das jetzt in letzter Zeit sehr gerne antut. So, ich denke mal, dass wir, wenn sie da ist, die gute Sophie, dass wir ihr ihren heiß ersehnten Wein bringen. Ach,
glaube, das kann man machen. Da drin, glaube ich, ist auch eine Flasche, oder? Vielleicht. Ja. Vielleicht können wir das uns auch mal beschaffen tun. Ich dachte schon, da oben kann man rein. Da ist es nur so, ne? Dingens. Servus, der ist noch am Hageln. Jawohl, Fleisch habe ich jetzt mit dir nicht wirklich. Aber vielleicht kann sie uns dann helfen. Hallo Sophia, ich habe den Wein, den du wolltest. Ich hatte gehofft, du würdest mich nicht enttäuschen. Natürlich. Und ich denke, dafür kann ich mich durchaus großzügig zeigen. Gerne. Falls du noch mehr Flaschen findest, nehme ich sie dir gerne ab. Danke dir. Ich glaube, ich weiß schon. Das Fleischpaket. Ob das für den Guten hier gedacht ist? Schau, hier, nimm das Fleisch. Fleischpaket abgegeben. Hier. Nimm das Fleisch. Tabonga, Gucho. Jetzt reden wir. Kannst du mir gegen Crow helfen? Du trägst die Kleidung wie Crow und seine Tonkas. Ja? Und du sprichst wie die Blauröcke. Die Kleidung ist nicht wichtig. Ich will gegen Crow kämpfen. Auch ich spüre, dass sein Weg nicht gut für die Shaganumbi ist. Und doch folgen Bakia und die Tonkas der Shaganumbi ihm. Warum folgen eure Leute Crow? Crow ist ein mächtiger Anführer. Er trägt den Speer der Divas. Die Titanenharpune. Weißt du, was er damit vorhat? Er wird die Divas rufen. So, wie es vor tausenden Jahren zuletzt geschah. Das hört sich nicht gut an. Was genau sind die Divas? Die Divas waren hier, bevor wir hier waren. Sie sind alles. Sie sind Feuer, Erde, Wasser und Himmel. Einst wurden sie bezwungen. Versanken in langem Schlaf. Du redest von den Titanen. Sie sind unsere Götter. Wenn die Götter wieder wandeln, wo ist dann der Platz für uns? Mir fällt gerade auf, der hat ein Brandmal auf der Brust. Das wurde eingebrannt, das ist kein Tattoo. Oh Gott. Ganz ehrlich. Wir Menschen aus der, unter Anführungszeichen, besseren Gesellschaft, wir sind so grausam. Boah, ist es echt. Na dann, was wird geschehen, wenn die Tivas kommen tun? Ich spüre, sie werden Unheil über die Shaganumbi bringen. Sie sind zornig. Zornig darüber, dass man sie vergessen hat. Crow hat den Speer. Er kann ihren Zorn nutzen. Sie werden tun, was er sagt. Aha. Wie kann ich Crow aufhalten? Ich kann dir dabei nicht helfen. Ich bin ein Gefangener der Blauröcke. Mein Platz ist jetzt hier. Gut, dann anders. Was würdest du an meiner Stelle tun? Die Shaganumbi leben im Westen. Geh dorthin. Sprich mit Chani. Sie wird wissen, was zu tun ist. Chani? Wer ist das? Sie ist die Tochter von Bakia. Auch sie spürt die Gefahr. Und ihr Voodoo ist stark. Okay. Ich danke dir. Das ist doch mal ein toller Hinweis, ne? Der auch gleich speicherungswürdig ist. So, speichern. Ja. Was steht denn jetzt an eigentlich? Logbuch. Was haben wir denn noch zu tun? Schwertküste. Die Frachtkisten, richtig? Da fehlen noch 6 Stück. Die Trophäen. Also wir brauchen wahrscheinlich einen Zahn, Hauer, das Fell und die Fähre. Wir brauchen von allem was, ne? Dann wird das als 4 Trophäen zählen wahrscheinlich. Strand von Puerto Isabella. Wir sind jetzt ja in Puerto Isabella eigentlich, ne? Das heißt, ihr müsst natürlich einen Strand geben, ne? Der wäre auch vielleicht gar nicht mal so doof zu erkunden, weil da könnte ja auch das eine oder andere Frachtgut sein. Ui! Ach so, das geht so nicht. Dein Ernst jetzt? Aha, da sauf ich. Dann probiere ich es einfach mal hier drüben. Vielleicht kann man von da aus irgendwie zum Strand. Oder auch nicht. Ah, ich kann mir schon vorstellen, wie. Müssen wir wahrscheinlich oben raus, beim Tor und dann einfach links runter. Ne? Das kann ich mir schon mal vorstellen. Dass das hinhauen tut. Dann würde ich sagen, versuchen wir doch mal unser Glück.
lauf ihn doch mal dorthin. Bam, bam. Bam, 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 bam. Koppa. Herr Koppa. Wieso? Das heißt. Oder warte, geht's da hinten? Na, da hinten ging's nicht runter, ne? Da war nur das Schweindl-Dings, oder? Oder? Da ging's nicht runter, oder? Oder doch? Aber nein. Ich lupsche einfach mal. Na jo, eigentlich schon. Ich bin einfach nur doof. Eh nichts Neues. Ich schaue mir das jetzt mal an. Schaut fast nach dem Weg aus darüber. Boah, ich hätte jetzt gern wieder Patty an meiner Seite. Echt die Gute. Ich hoffe nur, dass hier auf der Seite vom Strand wirklich alle 6 verbleibenden Frachtgüter da sein tun. Das erste. Eine Muschel. Super. Darüber ist, glaube ich, nichts mehr. Das wäre jetzt echt schön. Ich würde mich jetzt dann doch ein bisschen ärgern, wenn ich nochmal zurück müsste. Wow, au, das war wieder typisch, ne? So, du geradener Viech. Oh, das gibt schon ordentlich Damage. Ja. Jawoll. Das geht gut. Ich mag das Schwertchen. Schwert sein, Schwert ist gut. Schwert tut gut sein. So, jetzt müssen wir kurz da ein bisschen rauslaufen. Damit ich nach Möglichkeit keine Kiste übersehe. Ich glaube, die sind alle am Strand, ne? Also da drüben, ja. Schade, dass man diese Fische hier nicht fangen kann. Das würde auch der Schmaus sein. Außer es gibt es eigentlich giftige Fische. Bis auf den Kugelfisch wüsste ich jetzt keins. Wahrscheinlich liegt es daran, weil der einfach der gefürchtetste ist, weil man da echt sterben kann dran. Na, würdest du? Ja, jetzt aber. Ja, jetzt. Jetzt. Na komm. Wirst du bitte umfallen? Jetzt. Okay, das war wieder schön daneben. So, jetzt. Zack, 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 zack. Und? Na mach. Na komm. Na mach. Alter. Jawoll. Und weg ist sie. Geht ja gar nicht mal so schlecht. Und noch eine Muschel. Apropos Muschel, ich könnte die mal wieder aufmachen, ne? Blunte. Schon haben wir schon 12.000. Hier gibt's nichts zu holen. Geht doch nichts. Hier gibt's aber nichts. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. 6 Muscheln. Leck, Buckler, das ist ja nicht so schlecht gewesen, meine Lieben. Das war ja toll. Ey, da ist der, ich. Schau mal da. Ich glaube, wir haben den Schatz gefunden. Sauber. Jetzt muss ich da noch kurz. Also auf der Karte wird das nicht mehr markiert sein, denke ich. Sauber. Ich glaube, das ist der Schatz von der Schatzkarten-Ding, ne? Ba-ba-da. Da muss ich mal kurz aufs Ueli schauen. Aufs Ueli schauen. Um Gottes Willen. Ich glaube, der Part ist zu Ende. Wollen wir doch mal sehen. Mit Überlänge wieder mal. Natürlich. Was denn sonst? So, machen wir noch schnell den Schatz auf. Das ist ein schönes Ende für den heutigen Part. Boah. Ja, der 500 Gold. Königsmaske. Goldwert 150. Diese Maske ist sehr alt und aus massivem Gold. Goldteller und Silberpokal. Ich glaube, das ist wirklich der Schatz. Servus, Kaiser. Na prima, zumindest ein sehr wertvoller. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!